Dann können wir uns vielleicht als letztes auf Basis dessen noch die Lösung von Aufgabe 101c anschauen, wie man die jetzt im MATLAB machen würde. Also diese trapezförmige Funktion von dieser trapezförmigen Funktion, den Mittelwert und Effektivwert ausrechnen. Und dann nehme ich jetzt einfach die Vorarbeit hier von der Aufgabe 101b und speichere das mal ab als 101c. Lasst es mal hier, 10.000 Punkte ist vielleicht ein bisschen viel, verkürzt das mal auf 1.000. Eigentlich alles, was wir jetzt anpassen müssen, sind hier diese Punkte, ne, da wo die Funktion stückweise gegeben ist. Also wir starten auf jeden Fall auch mit 0 und 0. Das ist dieser Punkt hier. Dann wäre der nächste Punkt, der wäre halt bei t Sechstel. Der nächste Punkt wäre bei t Drittel. Dann wäre der nächste Punkt bei 2 Drittel mal t. Und dann wäre der nächste Punkt bei 5 Sechstel mal t und der letzte Punkt wäre bei t. Und jetzt muss ich zu diesen Punkten einfach nur noch die Spannung hinschreiben. Also hier vorne hätten wir 0, bei dem nächsten hätten wir U Dach, bei dem nächsten hätten wir immer noch U Dach und dann geht es hier runter auf minus U Dach und nochmal minus U Dach. Und dann wieder 0. Und dann sind wir wieder hier hinten angekommen. So, und dann können wir das genau wie eben von diesem groben Gitter auf das feinere Gitter interpolieren, können das mal plotten, können den Mittelwert und Effektivwert ausrechnen und können gleich mal hier in die Ergebniskontrolle gucken, was da rauskommen sollte für diese Funktion. Also beim Mittelwert kann man wieder relativ offensichtlich draufschauen und sagen, okay, diese Fläche hier, die positiv 10 überhalb der Zeitachse und diese Fläche hier, die negativ 10 unterhalb der Zeitachse, die heben sich genau gegenseitig auf. Und da sollte ein Mittelwert von 0 rauskommen und dann ist hier noch ein Gleichrichtwert und ein Effektivwert ausgerechnet. Den Gleichrichtwert, den könnten wir gleich mal auch noch numerisch ausrechnen. Der Effektivwert sollte 5,96 irgendwie sowas sein. Okay, also Run. Dann muss ich mal das Plot-Fensterchen suchen. Das ist jetzt hier. Da kann ich ja noch mal gleich hochscrollen zu der Aufgabe. Das sieht ziemlich gut so aus, so wie das so ist. Sieht so ähnlich aus. Der Mittelwert sieht man, da kommt jetzt auch nicht genau 0 raus, sondern 10 hoch minus 16, was aber nahe 0 ist. Und bei dem Effektivwert sind wir in diesen 5,6 da irgendwas. So, und jetzt wäre noch die letzte Sache, die man hier tun kann. Ich klicke noch mal auf die Ergebniskontrolle. Was sollte dieser Gleichrichtwert hier sein? Also wir nehmen die Funktion, by the way, das c, naja, da kann man sich jetzt drüber streiten, ich würde den Index c eigentlich eher hier reinschreiben und sagen, uc, dann den Betrag, dann gemittelt. Vielleicht mache ich das mal, ich meine, ich habe das ja mal geschrieben, aber habe ich offensichtlich an der Stelle nie so richtig Korrektur gelesen oder nicht drüber nachgedacht weiter. Aber im Prinzip egal, ne? Damit ist jetzt gemeint, wir nehmen halt das, was so günstige Messgeräte, günstige Multimeter machen. Die messen im Prinzip sowas wie den Mittelwert. Der Mittelwert wäre aber 0, das wäre total gefährlich, wenn man einen Mittelwert 0 anzeigen würde, weil da könnte ja trotzdem Spannung sein, die sich halt positiv und negativ ändert und auch ziemlich groß ist, potenziell lebensgefährlich. Jemand misst mit so einem Messgerät eine 0. Und fest dann an die Steckdose an und fällt tot um. Das wäre irgendwie unklug. Deswegen misst so ein Messgerät eben diesen, also ein günstiges, nicht direkt den Effektivwert, sondern den Gleichrichtwert. Und der Gleichrichtwert geht halt so, man richtet die Spannung erstmal gleich und nimmt dann den Mittelwert, deswegen hast du das Gleichrichtwert. Und diesen Gleichrichtwert, den kriegen wir jetzt halt hin, indem wir dieses Gleichrichten hier in MATLAB nachbauen. Gleichrichtwert und sagen, wir nehmen halt nicht die Funktion direkt und mitteln darüber, sondern wir nehmen halt den Betrag der Funktion, diese Betragsstriche, ABS, Absolute Value und machen das so und ich klicke auf Run und dann kommt da halt ein Gleichrichtwert von 5,33 Volt raus und das ist auch genau der, der hier angezeigt wird. Also eine sehr schöne, sehr passende, offensichtlich sehr richtige Lösung von der Aufgabe 101c mit Hilfe von MATLAB, die genauso auch in Octave funktionieren sollte.